Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und auf diese Frau freuen sich ganz viele schon sehr lange. Sie ist endlich mal wieder auf Tour und zwar mit Jay Alexander in Startenor und ihr kennt sie alle. Herzlich willkommen. Kathy Kelly, wie geht's dir und wo bist du? Hallo Nico, mir geht's gut. Danke für die Einladung und Gott sei Dank, die Umstände sehr, sehr, sehr gut. Ich kann nicht warten, auf Tour zu gehen mit Jay endlich. Bevor wir über die Tour mit Jay reden, ihr wart ja gerade die Kelly Family Christmas Show. Wie viel Tour machst du zurzeit? Ja, also ich hätte gerne ein bisschen mehr Pause gehabt, aber leider waren diese Tournees mit Jay immer verlegt durch Corona bedingt, dass wir mindestens die Hälfte die Termine spielen, nicht 40, sondern 20. Und zwei Monate und halb Pause und das ist ein ganz anderes Repertoire, ein ganz anderes Projekt und ich freue mich drauf, weil es eher so entspannter. Mit meiner Familie war es schon ein Marathon, also es war 27 Tage, also Konzerte innerhalb von 5 Wochen. Aber das hier ist mehr entspannt, 2 Wochenende, 2 Wochenende frei und so. Und es ist einfach, es geht mir um die Musik im Vordergrund und so weiter. Ich freue mich auf was anderes, weißt du? Das glaube ich, wir reden gleich über die Kelly Family. Erstmal, worauf können wir uns denn jetzt eigentlich freuen? Ich meine, 2021 hast du mit Jay zusammen Unter einem Himmel, Just One Sky veröffentlicht, Platz 21 in den Charts. Also die Leute haben es und gehört und wollten es hören. Und was erwartet uns jetzt live? Live erwartet uns einfach, dass wir das ganze CD live vorsingen werden. Wir haben schon eine Probe unter uns. Es klappt sehr, sehr, sehr gut. Und auch neuen Duets, ein paar klassische Duets. Jay macht auch ein paar Solo-Lieder und ich auch. Ja, aber hauptsächlich ist im Fokus steht unsere CD, die live aufgeführt wird. Du hast ja 2022 dein Best-of rausgebracht, das zweite, glaube ich, mittlerweile. Dürfen wir uns denn auch auf Songs von da freuen? Ein paar Lieder schon kommen dazu, ja, so ein Who'd Come With Me kommt dazu und ein paar, ein Hit von Kelly Family Angel und so weiter, aber nicht so viele. Also wir fokussieren uns eher auf diese CD, ja. Ich liebe es, wenn du Who'd Come With Me singst. Ich weiß noch, das allererste Mal, als ich die Version gehört habe auf der Kelly Family CD damals, das war für mich, ich habe gesagt, oh mein Gott, ich glaube, ich war 5 oder 6 oder 7, ich habe gesagt, wie kann man nur so etwas Schönes zum einen schreiben und dann noch so schön singen? Was bedeutet dir dieses Lied nach all den Jahren? Dieses Lied bedeutet mir einfach, es war die Zeit, wo mein Vater uns alle gefragt hat, hey, glaubt meinen Traum, ich habe einen Traum, wir gehen durch die ganze Welt, wir singen, wir machen die Leute fröhlich. Und das war eine Zeit, wo gar nicht klar war, machen wir Karriere, ja oder nein. Und das ist einfach, das sind Texte, die heute eine unglaubliche Bedeutung haben. Das ist einfach für mich ein Lied, die immer eine ganz andere Bedeutung reinkriegen kann, so ein bisschen wie Halleluja von Leonard Cohen. Desto reifer man wird, desto mehr Bedeutung kriegt in dieses Lied. Also es ist unglaublich. Das ist für mich ein Meisterwerk. Die Musik war von Wladimir Kosma. Text habe ich dann mit Papa komponiert. Hauptsächlich Papa, der hat den Konzept. Ich habe ihm dann geholfen, die ganzen Syllaben in Musik reinzustecken. Und das war ein bisschen uns zu fragen, bitte glaubt an mir, I have a dream, I have a vision, we believe in it and we go with you and we sing. Ja, weißt du? Und das haben wir dann auch gemacht danach, 40 Jahre lang. Ne? Das war nicht nur Blabla, weißt du? Und es klingt bei dir, weil du so ein krasser Profi bist, es klingt bei dir so einfach. Wenn jetzt der Song dran ist, gehst du mit Respekt dran oder mit Freude oder mit beidem? Mit beiden. Ich gehe mit immer, also in gute Lieder gehe ich mit viel Respekt rein. Auch mit Freude, ja. Aber beides habe ich mir eingewöhnt, besonders solche Lieder. Ja, es gibt Lieder, du machst das nur mit Freude, wie spanische Lieder, da hau ich das raus aus dem Bauch, denke nicht darüber. Aber so ein Lied ist für mich, der Meisterwerk ist einfach das schön zu singen, weil es eine schöne Melodie ist. Und der Bedeutung jedes Mal ein neues Bedeutung zu geben mit dein Herz. Ne? Letztes Jahr gab es bei RTL 2 die Doku The Kelly Family, die Reise geht weiter. Wird es eine Fortsetzung geben oder ist das Projekt für euch abgeschlossen? Was denkst du? Ich hoffe, es gibt weitere Dokus oder Reality oder sowas. Für mich war es, ich bin jemand, der denkt, wir könnten eine Reality-Show machen als Familie.
Für mich war es ein bisschen ein Pilot, nicht gegen RTL, aber es gibt, man muss sich auch gewöhnen, als Family in so Formaten mitzumachen. Man muss den Mut haben, sich zu öffnen, alles zu sagen, ohne irgendwie Hindernisse. Wie das danach geschnitten wird, ist eine ganz andere Sache. Also ich glaube, das war das erste Mal, wo wir uns alle so geöffnet, ohne nachzudenken und viel gezeigt haben, weil wir in Orte waren, wo wir einfach groß geworden sind, kamen eins vielen Sachen hoch. Und ja, also für mich war er eher eine Art von Pilot, ja. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann mit den großen Streaming-Sender ein Reality machen. Aber das ist nur mein Traum, ja. Aber wie zurück zu dieses Lied, ja, weißt du? Vision, träumen, vielleicht wird's wahr, ne? Dort habt ihr auch vor sehr emotionalen Themen nicht Halt gemacht. Und natürlich wurde auch Barbie erwähnt. Wie ist es heute, wenn du an Barbie Kelly zurückdenkst? Also ich muss ehrlich sagen, danke für die Frage. Klar, ich habe eher sehr viel Demut und sehr viel Trauer noch. Wir waren so beschäftigt mit den ganzen Tournees und CDs und dies, dass ich gemerkt habe, eigentlich habe ich keine richtige Zeit gehabt, richtig zu trauern. Jetzt kommt die Trauer hoch, ja. Ist auch gut so. Die fehlt. Die fehlt überall. Die fehlt musikalisch, die fehlt als Mensch. Und ja, ich habe ein Foto von ihr in meinem Zimmer. Ich stehe auch morgens, sehe sie einfach jeden Tag. Ich bin in Trauer, ja. Und die Trauer kommt jetzt hoch, ja. Ist einfach so. Ich finde es gut, dass du der Trauer den Platz gibst. Ja. Gehört dazu, ne? Ja, jetzt habe ich auch gelernt, auch bei meinem Vater, meiner Mutter. Und manchmal in unserem Beruf ist einfach, man funktioniert dann bestimmte Top in bestimmte Sachen, aber dann, okay, wenn die Pause ist, dann lasse ich das bewusst, die Trauer hochkommen, erlebe ich das und gehe dadurch und gibt dir auch keine Zeit. Die Trauer hat seine Zeit, seine Berechtigung und ja, ich war einfach sehr, sehr beeindruckt, wie die Fans. Barbie ist und war die beliebteste von allen, ne? Und diese Ausschüttung von Liebe von den Fans hat uns alle sehr beeindruckt und ja, das fand ich einfach. Manchmal gehe ich auch durch die Mauer da in Deutsche werfen und sehe die ganzen Blumen und die Kerzen, die da gelegt haben. Ja. Aber ihre Musik lebt weiter und ich darf irgendwie, also jetzt, wenn ich auf die letzte Tour gesungen habe, ein Lied von ihr, also das kriegt ganz andere Bedeutung auch, ja. Ich darf das singen, ja, also, naja. Beautiful. Als damals der Hype der Kelly Family so krass war und An Angel wirklich jeder hörte, weil es auch wirklich überall lief, kam ja der Moment, als Angelo den Stimmbruch hatte. Und alle haben so gedacht, oh krass, mal sehen, weil jetzt ist klar, er kann es nicht mehr singen. Wer würde übernehmen? Und dann hast du ja den Refrain übernommen, weil er ist ja wirklich so high. Und die Frage war, stand vorher schon lange fest, dass du das machst? Oder war das dann so, okay, heute kann er nicht mehr, ich übernehme? So, das habe ich öfters gemacht, weil du musst dir vorstellen, jeder Junge hatte einfach einen Stimmbruch. Es fing schon an mit Johnny. Also ich habe das immer öfters gemacht bei den Jungs, weil wenn die in bestimmte Teile in ihren Solos nicht singen konnten, habe ich das übernommen. Also ich habe das schon mit Johnny angefangen. Und wir haben das im Prinzip immer gehabt, dass die Jungs nicht gequält haben bis zum Ende, sondern da haben wir immer Tonarten geändert, um bestimmte Stellen, wenn die das nicht singen konnten, da haben die Mädels das gemacht und die haben anderen Lieder gemacht. Also der Erfolg der Kelly Family ist kaum in Worte zu fassen. Also über 20 Millionen verkaufte Tonträger und unfassbar viele Auszeichnungen. Theoretisch, Kathy, müsstest du noch arbeiten? Ich denke nicht, oder? Nein. Also ich könnte mich einfach in die Sonne hinlegen und so weiter. Aber ich finde, das stinkt langweilig. Sag mal so, was soll ich denn machen? Einfach nur irgendwie spazieren gehen? Also ich bin Musikerin durch und durch, ja. Also das ist mein Leben, seit ich 8 bin. Und ich finde es schön, wenn ich einfach bis 80 oder 85 arbeiten kann in meinem Beruf. Das können viele, das machen viele. Also Beispiel Placido Domingo ist über 80 und arbeitet noch als Dirigent, als Sängerin, als Komponist. Also
man muss einfach vielleicht anderen Wege finden. Kannst du nicht 250 Konzerte im Jahr machen, aber täglich in deinem Beruf ist was Schönes. Ich meine, es hält dich auch jung, ja? Ihr habt die Chance, Kathy Kelly zusammen mit dem Star-Tenor Jay Alexander zu erleben. Die Daten sind eingeblendet im März. Nutzt diese Gelegenheit und ich glaube, sie wird noch viele, viele Touren machen. Ich freue mich, dass sie heute da war. Kathy Kelly in der Web-Talk-Show, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und ihr da draußen, wenn ihr jetzt denkt, oh, Kelly Family, das waren Erinnerungen, das waren Zeiten. Ja, das waren's. Aber vor allem muss man Künstlerinnen und Künstlern immer erlauben, sich auch weiterzuentwickeln. Ja, wenn die jetzt alle die gleiche Musik machen würden wie damals, dann wären sie auch stehen geblieben. Und das wäre schade. Deswegen, Kathy zu hören, wie sie so viel schöne Unterschiede Sachen machen, ist ein Geschenk. Hört mal rein. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und jetzt die heutigen Abschlussworte von Kathy Kelly. Bis dann. Was ich denn sei nie gesagt habe. Mein Gott. Mir wäre es wichtig, einfach einmal Turandot aufzuführen, diese Oper von Puccini, und dass meine Kelly-Fans das toll finden auch.